Hallöchen, liebe Leute, ich bin's mal wieder, der Micha von Michas Let's Play. Heute möchte ich mal was ganz anderes machen außer Simulatoren. Und zwar bin ich noch nebenbei virtueller Schausteller bei dem kostenlosen Online-Game Kirmes-Tycoon.de. Findet man im Internet, ist kostenlos. Und zwar bin ich da auch tätig im Bereich Lagepläne. Und da haben mich schon viele Leute gefragt, wie kann man einen Lageplan erstellen? Um euch das zu schreiben, habe ich mir gedacht, ich mache dieses Video dazu. Und zwar gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Was braucht man für einen Lageplan? Man braucht ein Zeichenprogramm, ob es Las Vegas ist, ob es Paint.net ist oder Paint von Windows selber, Photo Impact oder irgendwie ein Zeichenprogramm, was euch gerade so einfällt oder zur Hand habt, dann kommt drauf an, wie groß der Lageplan werden soll. Soll der groß werden? Soll er klein werden? Die Größe ist dann variabel, so wie ihr das machen wollt. Manche gehen hin und machen einen Lageplan nur mit Zahlen und eine Liste. Kann man machen, ist einfach, ist schnell fertig. Manche, so wie ich, wir setzen uns hin und packen ganz viel Liebe und Detail in diese Lagepläne. Und zwar sucht man dann nach den Originalvorbildern den Lageplan raus, die man jetzt im Internet findet. Bilder, die man im Internet findet. Wollte schon Internet sagen, nein, Internet. Kann man dann nehmen, kann man dann bearbeiten. Sollte zwar nicht das Originalbild sein, man kann es abpauschen oder auch abzeichnen. So wie man es machen möchte, kann es jeder machen, wie er es will. Ja, es gibt aber auch noch einen Haken. Und zwar darf man bei Kirmes Tycoon die Bilder von Fahrgeschäften, Laufgeschäfte, Kinderfahrgeschäfte, Reihengeschäfte, die bei Kirmes Tycoon drin sind, nicht verwenden. Das heißt, nehmt ihr die Bilder von Kirmes Tycoon, die Fahrzeuge zeigen oder Fahrgeschäfte zeigen, ist es eine Urheberrechtsverletzung und wird mit ganz viel Ärger bestraft. Es kann sogar auch zum Ausschluss von Kirmes Tycoon kommen. Das haben wir jetzt erstmal geklärt. Ja, was braucht man dann noch zum Lageplan? Außer erstmal ein Zeichenprogramm oder Malprogramm. Man braucht die Schausteller, die bei Kirmes Tycoon drin sind. Die Liste. Jetzt kommt die Polizei vorbei. Hallo. Hoffentlich hört ihr das nicht. Wenn ja, dann entschuldige ich mich hierfür. Die Schausteller, die in Kirmes Tycoon unterwegs sind, die virtuellen, möchten natürlich auch auf dem Lageplan sein. Das heißt, man holt sich diese Liste, da gehen wir gleich mal drauf ein. So, und dann fängt man erstmal an zu gucken, wer wohin gesetzt wird und so weiter. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Und zwar möchte ich jetzt erstmal euch sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns gleich in dem Spiel Kirmes Tycoon wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Und zwar geht's weiter hier bei chemistycoon.de. Hier oben ist schon mal die Adresse. Die könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr möchtet. Ich verlinke sie aber, ich pack's euch nochmal unten in die Beschreibung rein. Ist echt ein gutes Spiel. Natürlich, jetzt der Kontostand hat nichts damit zu tun. Geht euch auch nichts an, weil wir kümmern uns ja heute um die Lagepläne. Ja. Und zwar, wenn ihr einen Lageplan machen wollt, zu der Stadt zum Beispiel, hier so wie Braunschweig, ist es eigentlich gar nicht so viel. Ihr bräuchtet eigentlich nur hier diese Liste, Schausteller in Braunschweig. Am Anfang, wenn ihr noch nie einen Lageplan gemacht habt, nehmt euch nicht so einen großen vor. Das geht garantiert in die Hose. Und ich spreche aus Erfahrung. Ja, wenn ihr diese Liste habt,
Ihr könnt die aufschreiben, ihr könnt die aber auch rauskopieren und indem ihr die markiert, dann rechte Maustaste kopieren. Dann öffne ich immer ein neues Textdokument, so wie hier. Habe ich schon vorbereitet. Und zwar werden die dann hier eingefügt. Ich mache dann zum Beispiel immer so, dass ich die Reihengeschäfte immer mit einer Zahl versehe. Ich habe jetzt hier Ballonwerfen von MRT, glaube Mr. T sollte das heißen, 1986. Die Eisromanze von Bev-71. Die gebrannte Mandeln von Ger Suchti. Ja, oh. Und natürlich auch das Teufelwerfen von Sascha 2013. Ja, da, wenn ihr das gemacht habt, ist aber eigentlich egal, wie ihr das macht. Ihr könnt aber auch zu jedem Geschäft eine Nummer verteilen, vergeben. Das ist relativ egal, wie ihr das macht, weil jeder hat seinen eigenen Stil und das sollte auch so sein. So, ich habe mir jetzt mal ausgesucht das Mal- und Zeichenprogramm von Windows. Das Paint-Programm. Das sieht natürlich dann so aus. Ich habe jetzt natürlich Windows 10, manche haben Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, vielleicht auch noch irgendeiner Windows XP oder 95. Macht aber nichts. So, und zwar, wenn man einen Lageplan machen möchte, kann man es mit verschiedenen Möglichkeiten machen. Man kann einmal hier diese Form benutzen, wie zum Beispiel einen Strich ziehen für einen Gehweg. Man kann eine Schlangenlinie machen. Man kann hier so ein Oval nehmen. Oval und nicht Oral. Oder ein Rechteck, dann so ein abgerundetes Rechteck. Ein Dreieck. Eine Pyramide. So ein Karo. Ein Fünfeck, ein Sechseck, ein Pfeil und so weiter und so weiter. Oder ein Stern, eine Sprechblase, ein Herzchen zum Beispiel, ein Blitz. Oder hier so ein Stern, ja, mit vier Zacken. Ja, man kann dann auch noch unter anderem auch noch hier die Strichstärke variieren. So, aber wir wollen uns jetzt erstmal um einen Lageplan kümmern. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lageplan mache, kann man es in verschiedenen Möglichkeiten machen. Man kann es einmal, kann man hingehen und schreiben, Lageplan. Ah, wenn jetzt mal schreiben würde. Ah, ne, ja, grün auf grün passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Also man kann einmal den Lageplan schreiben, Lageplan. Braunschweig kann man auch nehmen. Braunschweig. So bin ich immer angefangen. Dann, die meisten schreiben noch darunter das Datum. Wie das Datum jetzt ist, weiß ich jetzt glaube ich gar nicht. Ne, da müssen wir mal nachgucken. Und zwar, das Datum, also die Spielzeit ist vom 24.03.2007 bis zum 9.04.2007. Weil der Abbautag ist ja keine Spielzeit mehr. Das heißt, wir können dann hier schon mal eintragen vom 24. 3.2.2017 bis zum 9.4.2017. So, dann könnte man jetzt zum Beispiel hingehen mit dem Textdokument und könnte man sich jetzt die Reihengeschäfte hier rauskopieren. Das kann ich euch ja mal zeigen, so wie ich es mache. Also ich schneide die immer aus, nehme die dann mit hier in dieses Programm rein. Natürlich mache ich dann das hier auch kleiner, meistens so zwischen 14 Pixel und 18 Pixel. Wir nehmen jetzt mal die 14 Pixel Variante. Dann schreibe ich meistens immer Reihengeschäfte. Reihengeschäfte. So, und dann nehme ich das erste Geschäft. Zack, und schon ist es da. So, dann müssen wir natürlich auch die anderen Geschäfte noch reinbringen, die es hier gibt. Und zwar schneide ich diese Geschäfte grundsätzlich immer aus und packe die immer in eine separate Liste. Muss man nicht machen, kann man machen. Manche machen auch, die schreiben überall eine Zahl hin, an jedem Fahrgeschäft, Laufgeschäft etc. Aber da muss jeder wissen, wie es selber geht. Ich zeige euch jetzt nur, wie man einen Lageplan erstellen könnte. So, und dann fügen wir das hier auch wieder ein. Entweder macht man das mit Steuerung und V. Oder man klickt dann eben hier Rechtsklick und dann auf Einfügen. So, jetzt haben wir schon mal die Reihengeschäfte hier drin. So, jetzt kann man sich überlegen, wie mache ich jetzt den Lageplan? Es gibt viele Plätze, die sind einfach effektiv, gerade in der Winterzeit oder auch in der Sommerzeit. Es gibt Leute, so wie ich, die machen
es nach Originalbilder. Man kann es machen, man muss es aber nicht. Man kann es auch einfach nur mit einem Strich markieren oder mit einem Kreis oder. Eure Fantasien sind freigesetzt. So, ich mache das meistens dann immer so. Man kann ja, ich mache das jetzt mal eben fix mit einem symbolischen Dreieck, also Quadrat. Dann hatten wir ja hier ein Mini-Twister-Coaster. Da benutze ich meistens immer so ein abgerundetes Quadrat oder Rechteck. Setze zum Beispiel dann hier hin. Und weil ich ja ein anderes Programm mitarbeite als mit hier diesem Paint-Programm, soll jetzt aber jetzt nicht heißen, du nimmst ein anderes Programm. Ja, egal. Man kann nehmen, was man möchte. Ob es jetzt Photo Impact ist oder Paint.net oder. So, und dann schreibe ich jetzt zum Beispiel rein. Dann nehme ich hier zum Beispiel den Twister Mini Coaster. Mini Coaster. So, und dann gucke ich nebenbei noch, wer den hat. Das ist dann der Redwood. Redwood. So, natürlich sieht man rot auf rot natürlich nicht. Dann nehme ich einfach mal die Farbe schwarz. So, dann weiß man zum Beispiel jetzt noch mal, hier steht der Twister Mini Coaster von Redwood. So, dann gehe ich meistens hin, weil es mich dann sich zu orientieren, bisschen schwer fällt, welche Fahrgeschäfte man schon hat und welche nicht, markiere ich die und lösche die mit der Backspace-Taste. Dann ist die schon mal weg. Dann weiß ich wenigstens noch, dass ich dann Blackout noch habe, eine Odyssee habe und ein Psychedelic. So, darauf gehen wir jetzt ein. Psychedelic und so weiter kann man machen, wie man möchte. Man kann diese Form beibehalten, man kann den aber auch eine andere Form geben, wie zum Beispiel ein Rechteck. Ich gebe meistens die Farbe Grün, also so ein helles Grün, oder man kann auch ein Blau nehmen. Machen wir mal so. So, dann machen wir hier jetzt einfach mal so ein blaues. Dann kann man das hier hinpacken. Und weil wir jetzt natürlich auch eine Odyssee haben, das ist ja leider ist glaube ich so wie ich weiß, eine Geisterbahn. Ich mache immer die Geisterbahn, weil es ja ein Dark Ride ist, mache ich meistens in Schwarz. Man kann es aber auch die Größe variieren. Man kann es jetzt hier zum Beispiel hier vorne hinstellen. Man kann es auch hier oben hinstellen. Man kann es eigentlich machen, wie man möchte. So, dann kann man natürlich auch hingehen, kann man auch noch die beschreiben. Also dann, das wäre dann hier Psycho Delik von dem Schaustellerkollegen 23 Danny 07, glaube ich, war das, ne? Genau, 23 Danny 07. Odyssee wäre dann jetzt zum Beispiel vom Privado. Das wäre dann die O die C von Privado. Privado, so. Natürlich ist mir jetzt ein Fehler unterlaufen. Das sollte natürlich nicht passieren. Ah, egal. Auf jeden Fall sollte es nicht passieren, dass es hier so ein Fehler Odyssee von Privado. Dann schreiben wir es eben halt nochmal. Und weil man da schwarz auf schwarz ja nicht sieht, kann man dann natürlich auch die Farbe weiß nehmen. Farben kann man variieren, wie man möchte. Das ist natürlich klar. wenn euch ein Fehler passiert, na und wenn ihr länger braucht als geplant, scheiß drauf. Einfach machen und es wird euch keiner den Kopf abreißen. Es wird euch keiner den Kopf abreißen, wenn ihr mal 5 Tage dafür braucht. Oder auch mal eine Woche. Oder auch mal 2 Wochen. Ist doch eigentlich relativ egal, wie lange man braucht. So, und weil ich dann auch die Reingeschäfte habe, 4 Stück, mache ich meistens immer so ein orangenes Kästchen für die Reingeschäfte. Und zwar schreibe ich dann nicht mehr jetzt hier hin, so wie bei den Fahrgeschäften, zum Beispiel jetzt nur den Namen hin und was er hat. Nein, ich gehe hin und nehmen wir jetzt einfach mal den Ballon werfen von Mr. T und mache da einfach nur eine 1 rein. Natürlich
Muss man auf die Farbe achten, wie immer. Ich mache gerne Fehler, also da mache ich nur eine 1 rein. Wenn ich jetzt aber ein Fahrgeschäft darstellen möchte, kann ich einmal hingehen und ich mache die auch ganz gerne in Rot. Man kann die aber auch in Schwarz, in Blau, in Lila, in irgendeiner Farbe machen. Das ist eigentlich relativ egal, was für man eine Farbe nimmt. So, und dann schreibe ich hier auch wieder hin, wenn der Platz reicht, so wie jetzt gerade hier. Gucke ich, Odyssee von Privado haben wir ja gerade schon gemacht, mache ich auch wieder weg. So, dann nehme ich hier den Blackout. Und dann habe ich hier, dann gibt es ja nur noch den Blackout. So, Blackout. Und wie heißt der Marvin? Marvin Fatale, glaube ich. Genau. So, und dann mache ich das hier auch wieder weg. So, und das war's. Dann habe ich den Lageplan fertig. Manche schreiben noch ihren Namen dahin, zum Beispiel. Wie bei mir. Ich könnte jetzt hier unten runterschreiben bei Kati, weil Kati ist mein Spielername. So, und dann habe ich es signiert. Mein Lageplan ist fertig. So, dann kann man hingehen und speichert den, was ich jetzt. Man speichert den jetzt ab, zum Beispiel, wenn man jetzt fertig ist. Geht man hin, benennt den jetzt zum Beispiel LP Braunschweig. Braun. Schweig. So, man kann es. Ich speichere das immer als JPEG ab, weil es einfach besser ist. Man kann es aber auch in verschiedene Dateien abspeichern. So, und dann ist der Lageplan eigentlich schon. Ja, weil er jetzt Mucken macht, muss ich das hier abspeichern. So, das ist eigentlich nur die Sache, wie macht man einen Lageplan? Das war es eigentlich schon. Mehr macht man eigentlich nicht. So, dann kann man immer noch hingehen, wenn wir jetzt wieder zurück zum Spiel gehen. Ich habe jetzt hier leider eine Nachricht, da komme ich gleich zu. Das mache ich gleich, wenn ich fertig bin. Es gibt manche, die gehen hin und sagen, wie kann man das hochladen? Es gibt so viele Seiten, wo man es hochladen kann. Aber Leute, wenn ihr mal genau gucken wollt, auf der ersten Seite gibt es einen Link. Hier. Unter Einfügung von Lagepläne, der Punkt 4. Ne? Ihr ladet eure Lagepläne bei Direct Upload oder gleich oder dergleichen den Lageplan hoch, dann bekommt ihr einen Link zum Lageplan Bild. So, wenn man jetzt hier draufklicken würde auf Direct Upload, ich zeige euch das jetzt mal, erscheint diese Seite, die ist kostenlos. Ihr braucht euch da nicht anmelden, nix. Ihr geht dann einfach nur hier auf Bild auswählen, auf Datei auswählen. Und wählt euch jetzt den Plan, den wir jetzt gerade erstellt haben. Wo ist er? Hier. Und klickt auf Öffnen. Dann steht er hier drin. Und dann braucht ihr hier zusätzliche Einstellungen, braucht ihr gar nicht machen. Braucht ihr nicht. So, und dann einfach nur hier auf Hochladen klicken. Und schon ist das Bild oben. Dann könnt ihr hingehen und könnt einmal, entweder nehmt ihr diesen Code, der hier oben drin ist. Oder ihr könnt ein vergrößerbares Vorschaubild nehmen oder noch ein Vorschaubild. Bild in Originalgröße kann man auch nehmen. Dann nimmt man einfach, klickt man einfach hier rein und nimmt man diesen Link hier. Diesen Link. Also jetzt, immer diese Technik hier. Also von dem Link, von der Seite. Bis diese Seite, also bis hier. Also alles, was hier drin ist. Diesen Link, der markiert ist, den nehmt ihr, schneidet den aus. Ne? Auf Ausschneiden klicken, dann ist der ausgeschnitten. Dann könnt ihr den immer noch hier oben eintragen. Mit Steuerung und V oder Rechtsklick und einfügen. Jetzt natürlich hat der liebe Micha wieder mal Scheiße gebaut, der hat nämlich alles kopiert. Müsst ihr vorher den ganzen Gedöns, der hier vorne ist und der hier hinten ist, wegmachen. Und dann, wie sagt man, Vorführeffekt. Man kann ihn jetzt aber auch nochmal markieren und kann man jetzt auch hier geht zu diesem Bild. So, und jetzt müsste eigentlich der Lageplan von Braunschweig, den wir jetzt gerade erstellt haben, hier erscheinen. Und was braucht ihr dann noch? Ganz einfach. Ihr braucht einen Account bei Chemist Tycoon. Und dann könnt ihr den Link, den wir gerade erstellt haben, mit Foto Direct Upload.
diesen Link hier oben in der Adresszeile. Den markiert ihr, rechte Maustaste ausschneiden und dann macht ihr hier ein neues, eine Antwort auf und dann schreibt ihr einfach nur rein, hallo Leute, der Braun Schweiger Lageplan ist da. Dann könnt ihr einen Link drunter schreibt ihr Link und drückt einfach nur STRG V, dann ist das hier drin. Und wenn ich dann das, wenn das dann so passiert ist und der Link ist hier drin, könnt ihr, mache ich jetzt mal wieder weg, auf die erste Seite wird dann von mir, von meiner Seite aus, was editieren, euer Lageplan hier verlinkt und jeder, der da draufklickt, kann dann euren Lageplan besichtigen. Ihr könnt natürlich auch euch Lagepläne reservieren. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Zum Beispiel hier der Riddle oder Riedle oder wie man auch den ausspricht, hat sich jetzt Stuttgart reserviert. Den möchte er gerne machen. Und zwar, wenn ihr euch bewirbt, geht ihr auf Festplätze finden, dann stehen hier ganz viele Namen. Es reicht eigentlich nur, wenn ihr euch den Namen ausruft, was ihr für einen Plan machen wollt, zu welcher Stadt. Geht dann wieder zurück in das Forum, antwortet und schreibt, ich mache den Lageplan Hannover. Dann werdet ihr auf der ersten Seite bei diesem Forum unter Lageplan zu verschiedenen Festplätzen, wird dann euer Name und die Stadt und euer Name unter dem List erscheinen. Und dann habt ihr den Festplatz gesichert und es kann euch den erstmal keiner wegnehmen. Wenn ihr ihn nicht machen könnt, dann sagt einfach Bescheid hier, Micha, pass auf, ich kann nicht, dann wird es rausgenommen. Kein Problem, ist kein Thema. Nur eben, nur sagen, ich mache es und ich mache es dann nicht, das finde ich dann, würde ich dann scheiße finden, genauso wie die anderen auch. Ja, das war es eigentlich schon, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten, ich hoffe mal mit euch ein bisschen zu plaudern. Den Link stelle ich euch natürlich unten rein. Und ich hoffe, es hat euch bis jetzt ein bisschen Spaß gemacht, so zu erleben, wie man einen Lageplan macht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ach, ich wiederhole mich immer wieder, das ist doch echt zum Kotzen. Nein, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne oder weiß ich nicht, wann ihr das guckt. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich über Chemist Tycoon, WhatsApp, schickt mir eine E-Mail, schickt mir einen Fax. Oder schreibt einfach nur die Kommentare unten drunter und gut ist. Ich bin raus. Auf Wiedersehen. Euer Micha von Michas Let's Play. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal im KT. Und tschüss.